Ja, moin zusammen, neues Video, es geht los mit dem guten Auto, der steht jetzt auf Rampen, muss vielleicht Flüssigkeiten ablassen etc. Und es gab ja die Diagnose vom ADAC, dass die Lichtmaschine kaputt ist, der Wagen ist wohl offensichtlich ausgegangen und startete nicht mehr. Jetzt habe ich hier mein äußerst schlaues Messgerät dazu geholt. Das wollte ich logischerweise wissen, ob ich da eine Lichtmaschine / Kohlen etc. bestellen muss. Das ist ein bisschen viel für eine kaputte Lichtmaschine. So, jetzt mache ich mal das Licht an. Licht ist an. Heizbare Heckscheibe, Nebelscheinwerfer. Wo ist die heizbare Heckscheibe? Da. Heizbare Heckscheibe, Gebläse, was haben wir noch? Der Wischer werde ich jetzt nicht trocken anmachen. Ist auf jeden Fall jetzt alles Mögliche an. Sinkt ab. Jetzt ein bisschen Gas gebe. Blöderweise kann man vorne nicht Gas geben. Wie gesagt, Euro 4 Motor. E-Gas. Reicht nicht mehr. Deswegen ist der Morgen auch ausgegangen. Das hatte mit dem Problem mit dem Wasser im Öl und Öl im Wasser nichts zu tun. Also mit dem Motorschaden hätte man jetzt noch 1000 Jahre weiterfahren können. Es reicht, um ihn beim Laufen zu halten. Aber so wirklich viel ist es nicht. Absolut sehr viel länger will ich noch nicht laufen lassen. Es ist ziemlich viel Wasser drin. Ja. Wie gesagt, immer wenn so ein Schwall Emulsionen da durchgeht durch die Hydroschlüssel, fangen die kurz an zu klappern. Dann kommt wieder normales Öl, die hören wieder auf. Ne? Ist kein Hexenwerk, ist einfach so. Ja. Ja. Lichtmaschine, Kohlen angucken. Aber das kennen wir ja schon. So. Das war es jetzt erstmal mit Motorlauf. Also vielleicht ist die Batterie noch in Ordnung. Die nehme ich gleich raus. Hänge die mal ans Ladegerät. Mein Ladegerät ist übrigens vom Sperrmüll. Ja. Da hat einer die Klemmen abgeschnitten und meinte, das ist doof und schmeißt das weg. Ich habe das mitgenommen. Notfalls hätte man da irgendwo was vielleicht reparieren können. Ich habe es mitgenommen, habe da Klemmen dran gemacht und siehe da, funktionierte. Also manchmal glaube ich wirklich, manche Leute kämmen sich mit dem Hammer. Warum schmeißt man sowas weg? Ein funktionierendes Ladegerät, bitte. Das ist... Ja, Sperrmüll ist auch so eine Sache. Ich suche da immer durch. Da kommen die buntesten Sachen bei raus. Meine erste eigene Wohnung war komplett vom Sperrmüll. Und die sah nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ja, Batterie raus. Witzigerweise ist die sogar ausnahmsweise mal richtig gut eingebaut. So, wo haben wir es denn? Irgendwo hier müsste eine Schraube sein, die diese Batterie hält. Ach hier, Rückseite. Ja. Gut. 2x10, 1x13, ist bei VW auch immer Standard. Okay. Das mache ich jetzt, bereite alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Jetzt habe ich den Ventildeckel schon mal so ein bisschen sauber gemacht. Ventildeckeldichtung natürlich komplett ausgehärtet. Ja, das restliche Reinigungsmittel jetzt mal ein bisschen wirken, das haut dann nicht ab. Wenn ich den Rest nicht rauskriege, guter Tipp, Backofenspray, tolles Zeug. Das reinigt euch alles weg, notfalls auch die Finger. Das stinkt wie die Hölle, aber es kriegt alle möglichen Verschmutzungen weg. Backofenspray ist gut. Ja,
Warum ist das gut, dass dieser Defekt jung ist, sozusagen? Das Problem ist, dieser Zylinderkopf lässt sich nicht planen. Man kann ihn nicht planen. Da ist kein Platz. So. Wir werden die Zylinderkopfdichtung ja später sehen. Ja, wenn der Wagen an Überhitzung leidet, dann ist es zu spät. Wenn er einmal richtig durchgekocht ist, der Kopf, das war's. Da braucht man, muss ein neuer Kopf drauf. Kriegt man auch, ist nicht das Problem. Relativ günstig sogar, weil sich keiner an diese Motoren dran traut. Ja. Und dann, wie gesagt, am liebsten schon wieder einen, der was im Öl und Öl im Wasser hat und zwar im Frühstadium. Ja, Kopf lösen in dem Fall, weil, wie gesagt, wir können den nicht planen, von innen nach außen. Das bedeutet, diese. Also immer von innen nach außen sternförmig raus, dass der Kopf sich gleichmäßig entspannen kann. Da ist ja ordentlich Zug drauf. Ne? Das ist, wie man sieht, kein Querstromkopf. Ne? Jetzt nochmal. Wir haben alle die Geschichten gehört, welche Motorenkonstruktion man braucht für... Ne? Das ist nicht mal ein Querstromkopf. Das ist wirklich, das ist Uraltsystem. Ne? Ansaugbrücke über Abgaskrümmer. Normalerweise hast du jetzt hier vorne den Abgaskrümmer, da hinten die Ansaugbrücke oder umgekehrt. Ne? Dass das quer durch den Motor fließen kann, das Gemisch. Einziger Vorteil dieser ganzen Geschichte, Drehmoment. Das erzeugt mehr Drehmoment. Frag mich jetzt nicht warum, ich habe das mal irgendwann gelernt, aber das erzeugt mehr Drehmoment. Hinterher hat man simuliert mit Schaltsaugrohren. Aber die Dinger, ne, 40, fünfter Gang, durchtreten, der beschleunigt so durch. Vielleicht sieht man noch einen Defekt. Ne? Jetzt hier sieht man nicht viel, da ist alles voller Matsch. Wie gesagt, ein Ölwechsel mehr wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Wasser. Warum hole ich das Wasser raus? Natürlich steht jetzt im Kopf hier oben Wasser. Das Kühlmittel, logisch. So, ich muss das Wasser ablassen, weil wenn ich den Kopf hochhebe, läuft mir der ganze Scheiß in die Zylinder. Brauche ich gar nicht. Muss nicht sein. Komme ich auch ohne aus mit. Muss ich sagen, das geht. Ja. Wie ist die Kipphebelwelle befestigt? Ich sehe hier offensichtlich ist sie befestigt. Hier mit der Schraube ist sie befestigt. Mit der, da in der Mitte, 1, 2, 3, 4 in der Mitte und scheint mit an den Kopfschrauben zu sitzen. Ich muss sagen, diese neue Kamera ist wirklich fantastisch. Ja, Spenden super umgesetzt. Das ist zur Abwechslung kein Handy, das ist eine Kamera. Also vielen Dank nochmal an die Spender. Nein, Mikrofon habe ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal gedacht, so, wenn ich sowas hier durchfokussieren kann. Ah, Vorführeffekt, da. Wenn ich sowas hier durchfokussieren kann und zeigen kann, da unten sieht man die Stoßstangen. Wäre das eventuell effektiver, als wenn man mich noch besser versteht? Ich denke, die meisten verstehen mich. Aber die Kamera war mir jetzt erstmal wichtiger. Ja, und ein paar neue Stative etc. 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 Also wie gesagt, das wird nicht, ich werde es nicht versaufen, da ich sowieso keinen Alkohol trinke. Und ich werde mich damit auch nicht nach Brasilien absetzen. Da war ich schon, war zu heiß. Okay, jetzt werde ich erstmal ordentlich Reiniger hier oben reinpumpen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sieht die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Und nochmal zum Mitschreiben. Es gibt kein Longlife-Öl. Wie entstehen diese Longlife-Geschichten? Ja, viele Autohersteller leben vom Flottengeschäft. Flottengeschäft bedeutet, die verkaufen diese Fahrzeuge als Dienstwagen. So, ein Verkaufsargument ist, Entschuldigung. Ein Verkaufsargument ist natürlich, pass mal auf, du brauchst da 80.000 Kilometer das Öl nicht wechseln und das Getriebeöl brauchst du nie zu wechseln. So. Das ist ein Verkaufsargument. Das hat aber mit einem Privatgebrauch nichts zu tun. Und das hat auch im Privatgebrauch nichts zu suchen, diese Argumentation. Erstens mal, diese Dienstwagen gehen später auch auf den Markt.
auf den Gebrauchtwagenmarkt. Erstes Problem. Das Problem bekommt ihr nämlich dann, wenn ihr die Dinger kauft. Getriebeöl, Automatikgetriebe, 60.000 Kilometer Wechsel mit Filter. Bekommt man keine Filter für dieses Fahrzeug? Finger weg. Eine ganz einfache Geschichte. Dann ist das einfach nicht vorgesehen, auch grundsätzlich nicht vorgesehen. Dann habt ihr ein Problem, wenn ihr dieses Fahrzeug länger bewegen wollt. Ölwechsel waren früher alle 7.500. Kann ich mich noch erinnern. Rekord E, Rekord D. Wie gesagt, ich habe bei Opel gelernt, ich kenne die Wartungspläne noch eigenermaßen. Dann wurde das irgendwie auf 10.000 oder 15.000 Kilometer erhöht. Mehr ist aber auch nicht sinnvoll. 10.000, 15.000 Kilometer. Lieber 10 beim Diesel, 15 beim Benziner. Mach ich so. Ist einfach ein besseres Gefühl. Die Hydrostößel danken es einem. Und es gibt kein Longlife-Öl. Das existiert nicht. Es gibt nur ein Öl, was möglichst lange unauffällig bleibt. Die Molekülketten gehen trotzdem kaputt. Das wird zermatscht da drin. Das sind Wälzlager, die nur in Öl laufen. Und gerade bei Turbomotoren, unser Land Rover kriegt zum Beispiel alle 10.000 neues Öl. Da ist ein Turbo drin, der schwimmt in Öl. Das ist sein Lager. Der schwimmt quasi in Öldruck. Und das sind 600 Grad. Wir haben teilweise eine Abgastemperatur von über 700 Grad. Und das kriegt er ab. Ist klar, dass das Öl das nicht mitmacht auf lange Zeit. Man kann sich natürlich unfassbar teures Öl kaufen. Wahnsinnig teuer. Ändert aber nichts am Sachverhalt, dass das Öl nach 10.000, 15.000 Kilometer eigentlich am Ende ist. Ergo, mittelpreisig nehmen, gerne Synthetik oder Halbsynthetik, aber eher wechseln. Es gibt kein Longlife, es existiert nicht. Es funktioniert einfach nicht und man sieht es an allen Ecken und Enden, wie die Fahrzeuge kaputt gehen, die angeblich dieses Longlife-Öl drin haben. Siehe auch Getriebe, ja? Automatikgetriebe bei VW, Audi. Ja, auf einmal ist nur noch der erste Gang da und der Rückwärtsgang, der Rest will nicht mehr. Da braucht man auch keine Getriebeölspülung mehr machen, das war's. Ne? Ende. Ist ein Austausch fällig. DSG-Getriebe, ganz andere Baustelle, da lasse ich ganz die Finger von. Die müssen regelmäßig wirklich gespült werden, damit die überhaupt funktionieren. Das ist, nein, möchte ich nicht haben. Lasse ich die Finger von, gehe ich nicht dran, arbeite ich auch nicht mit. Auch Schaltgetriebe müssen gelegentlich mal neues Öl kriegen. Hinterachsen, Differenziale, alles Öl. Ne? Ist jetzt nicht alle 5 Minuten, dass so ein Differential neues Öl braucht oder ein Schaltgetriebe, aber alle 100.000 würde ich das mal rausschmeißen. Siehe Wartungspläne. Es gibt auch teilweise Wartungspläne, da ist es eher oder später. Ne? Lieber eher als später. Ja. So ein bisschen geht die Kruste auf jeden Fall jetzt weg. Das dürfte gerne mal ein bisschen schneller fokussieren. Ich bin da noch in den Einstellungen dran. Kommt auf jeden Fall gut nah dran. Ja. Wie man sieht, diese Ölkohle, ja, der hat auch Long Life. Ich weiß zwar nicht, ob 120.000, wie der Kollege hier auf den Zettel geschrieben hat, glaube ich nicht, aber der läuft mit Synthetiköl. Hat er natürlich nicht reingekippt. Er hat Teilsynthetik reingepackt, 10W40. Dieser Motor kriegt offensichtlich 5W30 oder 5W40. Das kommt da auch rein, nachdem ich gespült habe mit Diesel. Dann verhindert man so einen Zustand, weil der ganze Müll, der hier drin rumeiert, Ölkanäle sind nicht wahnsinnig groß. Also die Kipphebelwelle ist zum Beispiel von innen geschmiert. Das werde ich mir mal genau angucken müssen. Jetzt sieht man auch, dass das hier oben nur Halter sind. Ja. Das hier wiederum ist kein Halter. Ich werde es merken, ist wohl doch kein Halter. Ist Teil des Ganzen. Ja, also wie gesagt, die Kipphebelwelle ist auch durchflutet von Öl. Das ist alles so eine Geschichte, die macht man sich einfach kaputt. Ne? Deswegen kriegt er, wie gesagt, eine ordentliche Spülung. Wasser ist ja auch reichlich drin, also von daher. Man sieht halt, dass die ganzen Geschichten hier zusitzen. Ja. Das sind 123.000 Kilometer. Soll ich euch mal meinen Motor von innen zeigen?
Ihr kennt meinen Motor von innen. Der sieht nicht so aus. Und der hat über 300 weg. Ja. Nein, Long Life, vergesst es, gibt es nicht. So, wie man hier jetzt sieht, Kopfschrauben sind raus. Ja, Kopfschrauben sind raus. Hier sieht man allerdings schon eine verdächtige Sache. Rost. Die Zylinderkopfdichtung ist schon länger undicht. Ja. Kipphebelwelle und so weiter ohne Befund. Wie gesagt, die Stoßstangen kommen gleich in einen Karton. Ja, der Rest kann drin bleiben. Wie gesagt, die Kipphebelwelle werde ich auch nicht verändern. Man kann eine Grundeinstellung vornehmen. Lasse ich natürlich die Finger von. Ne? Kopfschrauben. Man merkt schon, da kam schon Wasser durch. Ja, rostig. Und einer hat es erwischt. Die ist im Block abgerissen. Ist jetzt auch kein Beinbruch. Scheint mir sehr gerade abgerissen zu sein. Ich werde jetzt losdüsen. Meine Teile sind da, also für ihn hier. Habe mir auch gleich noch einen Schraubenausdrehersatz bestellt. Ist vorrätig. Ja, das ist immer das Gute, wenn man einen guten Laden vor Ort hat. Ne? Ganz unbestritten, klar, manchmal manche Sachen sind teurer, aber ich kriege die Sachen sofort. Ne? Ich habe die gestern bestellt, die hätte ich eigentlich auch gestern schon abholen können. Aber es war ein bisschen spät. Ne? Hätte ich bis 18 Uhr nicht mehr geschafft, dann machen sie nämlich zu. Nee, also die Kopfschrauben der, wenn man davor steht, rechten Seite, gut. Die linke Seite hat schon richtig gelitten. Man sieht den Rost. Ja, da ist schon Wasser hochgestiegen. Wie gesagt, keine Panik kriegen bei abgerissenen Schrauben. Dafür gibt es Ausdrehersätze. Ja, die sind relativ unauffällig hier. Obwohl, da unten sieht man auch schon. Seht ihr das Rote? Da ist auch schon Kühlmittel drin. Hier ist auch schon ein leichter Rostbefall. Da unten auch. Aber hier, diese Seite ist wesentlich schlimmer. Ja. Okay, dann werde ich jetzt erstmal losdüsen. Der Kopf ist los. Ne? Also ich muss noch hinten den Auspuff abmachen. Also da sieht man die Lambda-Sonde. Davor ist er verschraubt. Da nehme ich ihn auch ab. Und ich nehme einfach die Zuleitung hier von der Ansaugbrücke ab. Dann spare ich mir die Dichtung. Und ich spare mir die Abgaskrümmerdichtung. Ich bin gut, ne? Ja. Ich nehme einfach den ganzen Müll hier raus. Das ist ein kleiner Motor. Der ist nicht wahnsinnig groß. Ja. Zigarettenschachtel. Nur zum Vergleich. Der ist nicht besonders groß. Ja. Dann kann man den Kopf immer eben so einfach so rausheben. Wie gesagt, Ansaug- und Abgaskrümmerdichtungen kann man sich dann sparen. Vor allen Dingen spart man sich dann die Öffnung dieser Schrauben, die auch ständig abreißen müssen. Ob das da unten abreißt, werden wir dann noch sehen. Wie gesagt, an dem Flansch werde ich das Ganze lösen. Hier oben die ganzen Leitungen runter. Ja, und dann kann ich den ganzen Krempel hier rausholen. Die ganzen Zuleitungen gehen noch weg. Und dann kann ich den Kopf rausheben. Ich denke mal, wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, läuft der Motor heute wieder. Okay, dann düse ich jetzt mal los. Wir sehen uns später wieder. So, da bin ich wieder. Ja, wirklich schön, wenn du mal fokussierst. Ah, da ist es ja eigentlich. Ja. Öl, 4 Liter kriegt er. Kühlmittel. G12. Als Information. Das heißt, bei dieser Marke dann 12 Plus. Ist aber G12. Ein Dichtring für die Ölablassschraube. Ventildeckeldichtung. Luftfilter. Zündkerzen. Ölfilter. Zylinderkopfdichtung. Kosten Apfel und Ei. Jemand in den Kommentaren zum letzten Video hat schon gesagt, alter Falter, billig. Ja, das sind die Zylinderkopfschrauben in neu. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir eine abgebrochen haben. Ja, das sind 10 Stück. Ich glaube, die haben wir jetzt alle hier. Ja, und eine ist halt kaputt.
Wieder kein Sponsoring, ne? Das ist, muss das bezahlen. Deshalb grundsätzlich, wie gesagt, das hier ist ein Hobby. Ich verdiene damit auch kein Geld. Wäre hier und da ganz schön, ich bettel nicht nach Spenden, aber vielen Dank, wenn irgendjemand über PayPal, steht in der Kanalbeschreibung, mal was rüber schickt. Hilft weiter. Ja, wie gesagt, das sind alles Sachen, die brauche ich eigentlich nicht. Ach, jetzt geh auf. So, was haben wir denn hier? Ja, das ist ein Set, was offensichtlich öfter mal irgendwo runtergefallen ist. Macht nichts. Kann man wieder einräumen. Ja, da sind diverse Bohrlehren dabei, Bohrer sind dabei, extrem hochwertige, um in solche Schrauben wie zum Beispiel Stehbolzen etc. reinbohren zu können, um die dann hinterher wieder rauszuholen. Ja, geht im Normalfall nicht, kann man aber hiermit machen. Die Dinger werden wahrscheinlich da reingeschlagen, ja, um die Sachen dann rauszudrehen. Ist ein ziemlich bekanntes System. Ja, wenn man sich damit nicht beschäftigt, kennt man es auch nicht, aber ne, das ist bei Werkstätten schon relativ bekannt, das System. Und ja, alles schön eingeölt, das mag ich. Passiert schon mal, dass so ein Ding mal runtersegelt. Ja, da sind Bohrschablonen dabei, dass man auch schön gerade drauf bleibt. Mit diesen Muttern kann man dann hinterher dem entsprechenden Schlüssel an diesen Geräten hier drehen. Die sind entsprechend vorbereitet. Man sieht es, das Profil ist auf der Innenseite auch nochmal. So kriegt man dann Schrauben wieder raus. Und hier ist auch gleich eine Anleitung, ne, was man für eine Hülse, für welches Loch und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ne? Ja, wird alles relativ leicht erklärt. Kostet um die 130 Euro, ist aber immer noch besser als ein neuer Zylinderkopf oder in diesem Fall ein neuer Block. Von daher, gutes Investment. Ja, das kommt erstmal weg. Ja, jetzt werde ich mich mal unter das Auto begeben, den Flansch auf der Rückseite losmachen. Den Kabelbaum muss ich wahrscheinlich runternehmen. Ja, den kann ich zur Seite legen, sehe ich. Der kommt von hier, geht dann hier über die Einspritzdüsen. Die werde ich auch entkabeln. Hier oben kann man das ganz einfach aufmachen, indem man das zusammendrückt. Das geht natürlich nicht, wenn man es gerade zeigen will. So, ja, dann öffnet man einfach hier diese Klappe, einfach unten zusammendrücken. So, die sind relativ leicht auszubauen, ja, Einspritzdüsen. Ja, da sieht man auch ganz gut, dass das mit der Spülung durchaus seine Berechtigung hat. Es ist ein leichter Schmier drin. Das ist das Thermostatgehäuse hier. Da sitzt der Thermostat drin. Hier oben ist der Temperaturfühler. Ne? Also es ist schon im Kühlwasser zu merken, dass da Öl drin ist. Es ist auch zu riechen. Ja, ja, wie man hier sieht, da unten steht schon der Behälter. Hier ist schon aus der Kopfdichtung ist schon alles rausgesuppt. Ja? Schon Wasser rausgekommen. Wie gesagt, der Kopf ist los. Die Kollegen hier, die kann man einfach rausziehen. Ne? Ja, die haben auch schon Wasser. Ja. Ah ja, ich sehe gerade, den Peilstab muss ich hier oben auch lösen. Sonst zupfe ich den auch aus dem Block raus und da ist garantiert wieder ein O-Ring drin, den ich nicht habe. Dann werde ich gleich mal mit Rostlöser einschmieren, das Ding hier. So, da sind wir wieder. Man sieht, fehlt hier was. Ja, ich habe es einfach da abgemacht. Geh mal einfach. Bevor ich jetzt Ansaugkrümmerdichtung und so weiter alles wechseln muss. Hier ist nur eine. Ja, was sehen wir hier? Das hier ist nicht gut. Das ist böse.
werde ihn gleich mal sauber machen, aber er sieht nicht rissig aus. Ne. Ja. Nee, also der Kopf scheint mir überlebt zu haben. Der ist auch nicht überhitzt gewesen. Kann man recht gut erkennen. Hier ist auch zwischendurch nichts abgepfiffen, wie man sieht. Zwischen den Zylindern sind keine Brandstege oder sowas in der Richtung. Was man allerdings relativ deutlich erkennt, Wasser- und Ölkanäle. Hier zum Beispiel. Ne? Die mochten sich ein bisschen zu gerne. Ja, Kopfdichtung, hier haben wir sie. Ja, wie gesagt, das ist eine Sollbruchstelle. Man sieht in den Kanälen auch schon ordentlich Ablagerung. Ist natürlich trotzdem ein bisschen Kühlmittel in den Zylinder geflossen. Zylinder selber werde ich gleich noch mal zeigen. Neuzustand. Ist jetzt nur Dreck ein bisschen drin und ein bisschen Wasser. Ich werde es gleich, wie gesagt, gleich noch mal zeigen. So, und hier unten drunter irgendwo ist die Nockenwelle. Ja. Ja. Da werden die Stoßstangen aufgesetzt. Und hier sieht man auch ganz gut, warum der Motor dringend gespült werden muss. Ich hätte jetzt machen können, was ich wollte. Das hätte ich nicht rausgekriegt, ne? Ja. Wo sich die Wasser- und die Ölkanäle getroffen haben, das hier sind Wasserkanäle, ne? Sieht man recht deutlich. Da. Ja, und wo die jetzt die Ölkanäle getroffen haben, der Geier weiß. Keine Ahnung. Lässt sich wahrscheinlich auch nicht mehr so hundertprozentig herausfinden. Mal Kopfdichtung abnehmen. So. Dann haben wir den Bock. Block. Bock. Ja. Na, wie gesagt, das ist eine Sollbruchstelle. Das ist eine sehr minderwertige Dichtung. Man sieht es hier auch. Das ist nichts fängt jetzt vom Ausbau. Die quillt auf und dann dichtet das alles nicht mehr. Das macht alles keinen Sinn. Ne? Man sieht es hier überall. Die ist minderwertig. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass VW das genau so wollte. Hier ist der Bolzen abgeschert. Sollte man relativ einfach rausbekommen. Gott sei Dank steht mein Schweißgerät schon direkt hinter mir. Vielleicht kriege ich es ohne irgendwelches Aufbohren hin. Indem ich da eine Mutter aufschweiße. Ja. Dann haben wir auch gleich ein bisschen Temperatur da drin. Sehr rostig. Ja. Wie man hier sieht, das hier soll eigentlich das Wasser hier drin halten und nicht hier draußen an die Schrauben lassen. Hat nicht funktioniert. Wie gesagt, die ist extrem minderwertig, die Dichtung. Ja, das Ganze sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Hier ist jetzt eine Reinigungsflüssigkeit drin, um die ganze Ölkohle da rauszukriegen. So, dass die Flüssigkeit hier drin steht, hat auch einen gewissen Grund. Ne? Kolbenringe schauen. Aber die Flüssigkeit steht und steht und steht. Also wie gesagt, dem Motor geht's gut. Ne? Grundsätzlich. Kopf mache ich gleich. Also ist gleich sauber. Mal schauen, ob wir hier irgendwo Risse finden. Wenn dann zwischen den Ventilen meistens oder Ventile Kerze. Wir sehen nichts. Wir sehen gar nichts. Überhaupt nichts. Alles nicht so wahnsinnig kompliziert. Wie man sieht, es geht. Die Teile sind billig. Das ist eine total simple Arbeit. Wie gesagt, ich habe jetzt das runtergenommen. Das Hosenrohr sozusagen nach dem Krümmer. So, sorry für das Flackern. Ich habe jetzt eine Mutter aufgeschweißt. Würden Sie bitte mal, das nervt ein bisschen. Ich nehme mal die Lampe hier weg. Vielleicht macht das dann. Ah, also ich habe eine Mutter aufgeschweißt. Höchste Schweißstufe.
Also die höchste, die meine Sicherungen mitmachen. Ja. Es geht darum, maximal Hitze einzubringen auf diese einzelne Schraube bzw. auf dieses einzelne Gewinde. Und ja, einfach eine passende Mutter suchen, gucken, ob sie packt. Wenn sie das Stückchen packt, sehr zielgerichtet auf die abgebrochene Schraube richten, das Schweißgerät. Und dann die Mutter auffüllen, so dass das alles eine Verbindung eingeht. Hier sieht man auch schon, ja, was da hochkommt. Durch die Hitze. Einmal haben wir jetzt natürlich hier einen Ansatzpunkt, ja, dass wir die Schraube, diesen abgebrochenen Kollegen hier rauskriegen. Auf der anderen Seite haben wir den Vorteil, dass wir massiv Hitze eingegeben haben und sich der Rost löst. Das bedeutet, die Schraube, die abgebrochen ist, expandiert einmal massiv durch die Hitze. Der Block bleibt relativ unbeeindruckt. Ich kann die noch nicht anfassen. So lange ist es noch nicht her. Aber man sieht sehr deutlich, hier ist ein schleichender Wasserverlust bei dem Wagen gewesen, definitiv. Das Wasser muss irgendwo herkommen. Das ist meistens Kühlwasser. Bitte, wenn ihr Kühlwasserverlust habt, darauf achten, dass da irgendwas passiert, beziehungsweise daran denken. Irgendeinen Grund hat das. Das ist... ist ja keine Absicht vom Auto bzw. vom Motor. So. Ja. Das war das. In der Mitte kurz mal weggerostet. Ich werde jetzt erstmal was erstmal abpusten. Der Staub weg. So, da sind wir wieder. Wie man jetzt hier sieht, ich habe das Ganze gereinigt. Ihr habt den Kopf ja vorher gesehen. Ja. Was man hier auch deutlich sieht, Sünden der Vergangenheit. Fokussiere jetzt. Ja. Das ist eine Erosion, die findet statt aufgrund nicht mehr funktionierenden Kühlmittels. Da wird das Aluminium hier oben weggenagt. Wie macht man den sauber? Über die Fläche. Holzstück, tausender Papier, Öl. Ganz wichtig, Öl. Nicht nass schleifen, sondern mit Öl schleifen. Ganz vorsichtig. Über die ganze Fläche. Nicht auf einzelnen Flächen rumrubbeln, sondern über die ganze Fläche schön gleichmäßig abreiben, dass sämtliche Rückstände weg sind. Das sind die Wasserkanäle, wie man hier oben sieht. Sehr deutlich. Ja, und ja, das ist genau das Problem. Die Wasserkanäle. Kühlmittel wechseln. Das Zeug verschleißt. Ist halt so. Ja, Kolben habe ich auch sauber gemacht. Grundsätzlich, um den Zustand zu sehen. Wie kriege ich das jetzt hin? So. Ja. Also wir haben neuwertige Zylinder. Ja. Wartungsmängel und halt diese besagte Sollbruchstelle. Okay, ich werde das jetzt mal sauber machen, was da jetzt noch an Schmodder drin ist. Und dann geht es gleich weiter. So, hier sehen wir die neue Zylinderkopfdichtung auf dem Block. Man sieht auch sehr gut die Dichtflächen. Die Abdichtung der Brennräume machen diese Ringe hier. Und hier können wir davon ausgehen, dass die kleinen Dinger hier Ölkanäle sind. Ne, sowas hier zum Beispiel. Die großen sind für Wasser. Ja. Ist auch irrelevant. Die passt genau einmal. Also nur in einer Richtung. Weil hier oben eine Abschrägung ist. Die ist da nicht. Also man kann es nicht verwechseln. Ne? Die Löcher hier unten
dass die frei sind, macht nichts und ist auch nicht schlimm, da kommt nichts hin. So, der Kopf ist wieder da. Den habe ich jetzt vorm Kippen geschützt, indem ich die wieder reingedreht habe. Hier sitzt die Zündspule drauf. Ja. Die Kerzen kommen jetzt gleich raus, ansonsten schaffen wir das nicht mit dem Drehmoment. Ja, ja, hinten der Flansch ist wieder eingefädelt, wird dann von unten verschraubt. Ja. So sieht man den. Ja, der ist wieder eingesetzt. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Ja, viele Leute haben auch gesagt, so von wegen, besorgt ihr doch mal eine Hebebühne, besorgt ihr doch mal dies, besorgt ihr doch mal das. Es geht darum, also ich möchte zeigen, dass ihr das auch in der Garage könnt. Ja? Und das hier ist ein Auto, das steht auf Böcken. Ja? Ich muss unter das Auto für genau zwei Gelegenheiten. Einmal diesen Flansch da, ja, die oberen Schrauben kann man von hier oben abmachen, lösen und festziehen. Die auf der von hier aus rechten Seite, nur von unten, ne? Mit zwei Verlängerungen, ist Standardwerkzeug. Ne? Auch hier Standardwerkzeug, hier passiert nichts, was in irgendeiner Weise problematisch ist. Und die Arbeitshöhe ist wesentlich angenehmer, wenn der Wagen auf Böcken steht. Ne? So, da bin ich wieder. Ich will mal eben kurz hier durchtauchen. Stoßstangen. Ich brauche mal eine Stoßstange. So, die müssen logischerweise wieder rein. Die machen wir kurz ein bisschen sauber. Auch einölen bitte. So. Wie gesagt, hier unten werden die angetrieben, schön einölen, hier oben bedienen sie, schön einölen. So, jetzt mal auf den Karton gucken, welchen habe ich zuerst rausgenommen, den hier. Lampe, reingucken, sitzt das Ding vernünftig? Ja. So, Kipphebelwelle haben wir als nächstes. Sieht recht gut aus. Auch die wird vorher natürlich eingeölt. Ja, Lappen. Die ist gereinigt. Sieht nicht so aus, ist aber gereinigt. Die ganze Ölkohle rausmanövriert da. Dass die Anfangsschmierung schon mal hat. Wie gesagt, das ist alles kein Hexenwerk. Das ist nicht kompliziert, sowas zu machen. Immer drüber nachdenken, das macht in Afrika ein kleiner Junge von 6 Jahren jeden Tag. Unbedingt darauf achten, dass die Stoßstangen in die Kipphebel greifen, in daneben liegen, blöd, Riesenlärm, mit dem Ventil wird nicht bedient, etc. 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 Das wäre nicht gut. Dreimal und viermal. Das war die Kipphebelwelle. Erstmal grundsätzlich. Also die Innenverschraubung. Verzeihung, schon wieder dagegen getreten. Kaufen Sie kein Stativ, was zu lange Beine hat. So, das Öl, was jetzt hier rausgekommen ist, wischen wir wieder weg. Mit dem guten Küchentuch. Jetzt liegen sie alle auf. Jetzt kommt das mit dem Drehmoment. Bei jeder Zünderkopfdichtung ist eine Anleitung dabei. Die Reihenfolge, wie man hier oben sieht, 20 Newtonmeter, 1 bis 10. 1 bis 10 sind die inneren. 14 Newtonmeter, 11 bis 14 sind die unteren, die auf der Unterseite sind. Dann 1 bis 10, 90 Grad und nochmal 90 Grad. Ne? Ist bei jeder Zylinderkopfdichtung dabei. Sollte. Wenn es nicht dabei ist, blöde Zylinderkopfdichtung. Also das bedeutet, wir nehmen den kleinen Drehmomentschlüssel. Den kennen wir schon.
Drehmomentschlüssel nochmal immer entspannt lagern. Sonst meckert der Meister. So, die 20 Newtonmeter rundherum habe ich einmal gemacht. So, jetzt kommen Winkelzüge und zwar 2x90 Grad. Nicht einmal 180 Grad machen. Ne? Das muss ich gleichmäßig setzen, zu Deutsch einmal 90 die ganze Chose, dann nochmal 90 die ganze Chose. Man kann sowas hier benutzen, kostet ein Appel und ein Ei, um genau zu sein, irgendwie 12 Euro oder sowas in der Richtung. Ja, hier kommt der Ratsche rein, hier fixiert man das irgendwo im Kopf und hier kommt die entsprechende Nuss drauf. Und dann, wenn man es fixiert hat und man dreht, ja, wird einem die Gradzahl angezeigt. 90 Grad allerdings ist relativ einfach, das ist eine Viertelumdrehung. Das schaffe ich gerade noch, denke ich. Ja. Wir fangen also über 1 an. Richten die Knarre aus, dass sie kraftschlüssig im Winkel steht. Und ziehen die einmal rum, dass sie kraftschlüssig hier steht, im anderen Winkel. Seht ihr das vernünftig? Ja, so eigenermaßen, nämlich gar nicht. Okay, setze ich das jetzt alles ein bisschen höher, dann seht ihr das ein bisschen besser, oder? Ja, so ist doch schön, ne? Okay, das war die 1, habe ich jetzt gemacht, ne? Wie gesagt, rein da, das ist die 2. Gucken hier, ob das kraftschlüssig ist. Ist es. Hier gegenhalten. 90 Grad. Okay. Die 3 ist hier. Okay. Die 4 ist die. Fertig. Das war's. Damit ist der Zylinderkopf abgearbeitet. Jetzt können wir mit dem Rest anfangen. Da ist er. Ich habe mir von innen sauber gemacht. Von außen habe ich noch nicht sauber gemacht. Der Motor muss sowieso gereinigt werden. Von daher Pillepalle. Sauber. Hm? Natürlich nicht um ist da. Natürlich an der Verpackung, die kein Mensch aufkriegt. Mann, ey. So. Ja. Wir haben einmal die Seite, die hier drin montiert wird. Man sieht auch schon, dass die Form da ist. Ja. Das einzige Problem, was ich nicht bestellen konnte, waren die Dichtungen für die Verschraubung oben. Da muss ich mir gleich was einfallen lassen. Habe ich nicht gefunden. Vielleicht weiß da jemand mehr. So. Öleinfülldeckel ist da. Viola. Da ist er. Jetzt kommt später alles wieder dran. Ne? Also wie gesagt, einfach mal machen. Ist nicht so kompliziert. Ja, diese Dichtungen hier hätte ich gerne neu gehabt, aber okay. Dann müssen die alten halt noch ein bisschen überleben. Scheinen aber dicht zu sein. Also hier oben ist kein Öl rausgekommen.
den nächsten Defekt, den wir haben, der kommt dann im nächsten Video. Lichtmaschine, kennt ihr vom Polo, der Regler. Geprüft habe ich jetzt. Regler ist baugleich mit Lupo und Polo. Gott sei Dank. Schon mal wieder ein Problem weniger. Weil die Sachen haben wir nun wirklich reichlich da. Wo ist mein Spezialschlüssel? Da. So, jetzt sind wir so einigermaßen fertig. Neue Zündkerzen habe ich gleich reingemacht, sonst wird das zu kompliziert. Ja, neue Zünderkopfschrauben etc. Jetzt ziehe ich gleich noch. Ja, ich habe den Flansch erstmal handfest angezogen. Ich habe jetzt keine Lust, da unten rum zu eimern. Hier ist jetzt schon eine Reinigungsflüssigkeit drin. Kühlerspülung. Das Öl ist ja überall aufgetaucht, kompletten Kühlerschläuche etc. Ich habe überall reingefasst, überall habe ich das Zeug gefunden. Ja. Verkabelt ist er auch wieder komplett. Ist wie gesagt, ist Baukasten. Ne? Passt alles nur einmal und ist alles relativ logisch aufgebaut. Von daher keine weiteren Probleme zu erwarten. Ölfilter, klar, ist immer noch der alte. Lichtmaschinenregler. Habe ich noch nicht gemacht. So, als nächstes kommt jetzt eine Batterie rein und wir lassen ihn laufen. So, Batterie ist drin. Werkzeug ist komplett raus. Der Scheiß wird nicht runterfallen. Ist alles in Ordnung. Perfekt. Auch schön. Mal gucken, ob hier die Sicherungen alle in Ordnung sind. Das ist manchmal auch das Problem mit der Lichtmaschine. Ich weiß jetzt nicht, wie er sich anhört. Und wir werden es jetzt hören. Sound erstmal erreichen. Wie man sieht, die ganzen Ablagerungen gehen jetzt einmal durch. Beziehungsweise was hinten runtergeflossen ist von der Reinigungsflüssigkeit. Geht eigentlich. Ja, das lassen wir jetzt einmal komplett durch den Motor laufen. Ich würde sagen, einmal Betriebstemperatur, bis das da warm wird. Hat es genug Wasser da drin? Das bin ich jetzt nachgelaufen, logischerweise. Wasserpumpe läuft jetzt. Ja. Bin gespannt, ob wir das damit sauber kriegen. Ansonsten, der Ausgleichsbehälter kostet wirklich nicht die Welt. Ja, aber das soll auf jeden Fall jetzt erstmal der Abschluss des Videos sein. Einige haben sich gewünscht, ich soll mal eine Inspektion machen. Haben wir gerade hier stehen. Zündkerzen natürlich ist ausgenommen, weil die sind jetzt neu drin. Ich mache mit ihm dann, also ich mache das Video weiter in Bezug auf eine große Inspektion. Der Wagen ist ja noch nicht abgehakt. Und ja, bezüglich der Freiwilligen Feuerwehr kann ich mir was anderes ausdenken.
Irgendjemand vom Gemeinderat hat dazwischen gefurzt. Ja, damit verabschiede ich mich erstmal. Und hoffe, euch hat das gefallen. Zünderkopfdichtung ist also kein Hexenwerk. Ne? Effektive Arbeitszeit, wenn man alles da hat, 2,5 Stunden, dann ist das durch. Ne? Alles nicht wild, alles nicht gefährlich. Läuft. Okay. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.